Seit vergangenem Donnerstag läuten die Kirchenglocken der St. Jakobi-Kirche in Perleberg zukünftig jeden Donnerstag um 9 Uhr für die neugeborenen Kinder der Geburtenstation im Kreiskrankenhaus Prignitz. Zum Auftakt des ersten klangvollen Willkommensgruß trafen sich die Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde und des Kreiskrankenhaus Prignitz zu einem Pressegespräch in der St. Jakobi-Kirche. Das Kreiskrankenhaus ist ja immer als erstes im Bilde, wie viele Kinder in einer Woche geboren wurden. Und die Idee ist, dass wir dann mittwochs Bescheid bekommen und dass wir die Anzahl der Kinder, die bis Mittwoch in der Woche zur Welt kamen, dann am Donnerstag früh hier gedenken. Gemeinsam wollen sie wöchentlich ein hörbares Zeichen setzen für die neugeborenen Erdenbürger und ihre Familien. Für neues Leben, Zukunft und Hoffnung. Ich freue mich immer wieder, dass wir auch die Möglichkeit haben, mit dem evangelischen Kirchenkreis hier so eng zusammenzuarbeiten. Jährlich kommen auf der Geburtenstation in Perleberg mehr als 350 Kinder zur Welt und in der vergangenen Woche waren es genau 7. Initiator dieser Idee ist Georgi Marinov, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtenhilfe des Kreiskrankenhauses Prignitz. Es wird darüber nachgedacht, für jedes neugeborene Kind aus Perleberg und Umgebung die Glocken am darauffolgenden Donnerstag eine Minute läuten zu lassen.